Wir können bis zum Grand Canyon runterfahren. Theoretisch können wir sogar bis nach Los Angeles fahren. Beziehungsweise an die Südküste hier. Ich hoffe, das geht. Ich hoffe, das funktioniert, wenn ich das Wasser anpinne. Mach jetzt einfach einen Wegpunkt im Wasser. Ja, auch sehe ich nichts. Ja. Okay, wir müssen nochmal aufpassen, weil es sind ein, zwei Abzweigungen zwischendurch, wo wir kritisch rechts rumfahren müssen. Aber Bootechnisch, ich bin ja vorhin gefahren, das tut mir gut. Warum startet ihr jetzt schon wieder los? Oh, ohne irgendwas zu sagen, ja. Und du wolltest die hinter mir starten. Ja. Immer dieses hier Vordrängeln. So, ich habe 40 Kilometer über Uhr. Sache an. 2, 1, los. Geh auf jeden Fall 10 km/h schneller als. Ne, gar nicht. 8 km/h langsamer als das Video. Na, auf Gott. Ja. Ich finde das schickrige kleine Ding schon irgendwie witzig. Ja. Mal gucken, was da so auf uns zukommt und. Auf der Bounce wieder. Ja, man muss sich hier seinen Spaß selber machen in dem Spiel. Wenn die Entwickler schon nichts machen. Dann machen wir halt selber was. Schon ein bisschen krank, was wir machen. Das ist sinnfrei, aber für den Spaß halt. Der Multiplikator auf Maxi. Weiß man nicht welchen, aber ich hab. So, jetzt hier rechts müsste es reingehen. Hier ist ein. Ja, dahinter. Da geht's rein. Hier. Boah, da habe ich aber auch Füßchen ausgesucht, mein lieber Schwan. Da sind die Jetspan-Dinger, glaube ich, ganz gut für. Jo. Ich fand witzig, dass ich fast die Abflug verpasst habe und du erstmal voll in den Baum reingerast bist. Ich habe gerade ganz andere Probleme. Also, den gerade zu halten, ist gerade auch ein bisschen herausfordernd. Ja, das sind halt die Jetspan-Dinger. Das ist schon witzig. Schon schwierig. Ich kein Wasser unter dem Tier, für den Vorwärts. Dito. Herrlich, dass du an mir den Abflug gemacht hast. Das sah sehr, sehr amüsant aus von dir. Du packst auch deine scheiß Karosse da so bescheuert. Gibt's doch nicht. Der hätte doch die Hovercrafts nehmen sollen. Ja, ist eher so Hovercraft-Gebiet hier, ne? Ja, eigentlich Jetsprint, das ist genauso das Terrain. Aber mit den Hovercraft wäre es entspannter, weil du so manche Dinger dann doch entspannter nimmst. Ja. Ray, was mach ich denn jetzt hier? 360 in der halben Umdrehung noch mit meinem Seite dabei. Das ist ja trocken gelegt. Ich glaube, ich bin zu laut. Was war das denn für ein Wasserfall gerade? Kannst du nicht sagen, ich weiß nur, wenn du die Strecke weiterfährst, wird es sehr amüsant. Ist bis, ja, also generell. Schnell bergab. Oh, ist hier schon echt haarig. Und vor allem relativ eng und kurvig und. Alter! Mega Kampf. Ich würde sagen, habe ich gut ausgesucht. Ja, oh, hast du. Muss man sich merken, den Teil.
eigentlich würde ich ja gerne vom Speed her mit dem Jetboot mal, also mit einem großen Boot mal fahren, aber von der Streckenführung her auf keinen Fall. Nee. Aber man sieht jetzt 120 Meter Vorsprung. Ich glaube mir schon, dass ich hier nicht vorbeigeschossen bin. Und jetzt liegt hier wieder trocken, dann ist das ja wieder toll. Das passiert davon, wenn man schadensfroh ist. Mhm. Diese kleinen, fickerigen Teile. Warum will der jetzt so einen komplizierten Umweg? Ja, ich soll dir links rumfahren, sagt er mir. Ja, ich fahr jetzt mal laut Navi. Warum hat er jetzt wieder... Bricht der jetzt ab hier? Jetzt ist vorbei. Ich fahr links rum. Ja, ich muss jetzt auch, weil der Navi jetzt wieder korrigiert hat. Jetzt korrigiert wieder zurück. Meint so, ich soll jetzt gleich nach links. Ja, nach rechts fahren. Hä? Och ey, das Ding weiß ja echt nicht, wo ich hin soll. Soll ich in deine Richtung fahren? Ich habe den Eingang hier gefunden. Ja, auf der Minimap sehe ich den Eingang, aber ich hänge halt hier gerade voll im Hafen fest. Also in den ganzen Anlegern. Das ist uncool. Das sind noch 33 Kilometer laut Karte. Ja. Hier ist ein Stück. Ja, ich kann ja im Zweifel gleich nochmal auf den Flugweg wechseln. Ein bisschen anders wie von der Streckenführung her. Bis jetzt nicht. Ich muss wieder bouncen. Und machen wir heute auch elegante Stunts. Alter, Benny. Da habe ich eine Schraube gemacht. Die endete dann zwar in anderthalbfach und irgendwie im Dach im Wasser war, aber egal. Vielleicht hat der Fahrrad losgehabt. Und jetzt mal einen kilometerweiten Sprung und eine halbe Drehung. Und wieder im Rennen. Ich hab komplett gerade so ziemlich im Flow. Ja, das hab ich vom Moor gerade. Den hab ich gerade. Aber die Hitzverhältnisse sind hier auch echt gerade bescheiden. Mhm. Sehen die Hindernisse total spät erst. Das ist schlecht. Wenn ich werde. Also jetzt wird es hier ein bisschen breiter und ein bisschen flacher vom Wasser her. Jetzt könnte man schon wieder Speedbooten eigentlich. Ja gut, jetzt warte, dann müsstest du halt auch nicht warten da. Nimm die Zeit. Nee, ich fahre einfach mit dem Jet-Ding weiter. Warum sagt der mir jetzt auf einmal nur noch 1,0 Kilometer? Ich konnte es nicht verraten, ich habe noch 27 auf der Uhr. Ja, aber entweder ist das ein Fehler. Ach ne, jetzt habe ich wieder 38. 38? Ja, ich folge nur der Game Linie. Ich mach was damit. Jetzt habe ich 25. Scheint sehr flexibel zu sein in der Auslegung. Jetzt sollte ich aber auch quer über Land fahren, ne?
Ja, hätten wir ein Auto, würden wir uns jetzt ins Wasser führen. Wahrscheinlich. Über eine Brücke, die erst in 3 Jahren gebaut wird. Führt uns aber auch hier durch Kanälchen. Mhm. So, Air Race oder Ziel gehabt? Nee. Dann habe ich mir gerade anzeigte. Nee, das Ziel ist die Bucht unter. Da wo eigentlich normalerweise San Diego sein müsste. Ja. Was in dem Spiel jetzt hier nicht mehr existiert, aber naja, südlich von Los Angeles, die Bucht. Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Der Runde hier bin ich auch raus. Ich auch. Natürlich extrem. Wow. Yep. Eigentlich sogar eher schon an dem Punkt, wo ich sage, kein Bock mehr auf die Scheiße. Aber jetzt sind wir gerade dabei. Oh, Überschlag. Jetzt sind wir gerade dabei, das kriegen wir jetzt noch zu Ende und dann können wir wenigstens sagen, dass wir es geschafft haben. So. So, auf jeden Fall ein ganzes Stück quer über die Map gefahren. Und dann haben wir ja Boden, Land, Gedöns. Es wird gerade dunkel, was auf dem Wasser echt von Nachteil ist, weil die Boote keine Scheinwerfer haben. Außer Nitro. Aber ich glaube, das ist nicht Sinn der Sache. Zusammen. Das ist auf jeden Fall eine gute Chance. Ich merke nämlich gerade, dass ich unkonzentrierter werde. Ja, aber glaub mir. Ich habe nur dermaßen abgebaut. Ich nehme echt gerade alles hier mit. Kenne ich. Also da müsstest du schon mindestens 5 Respawns weiternehmen. Noch 2 Kilometer fast Vorsprung. Krass. Jetzt machen wir völlig crazy und wechseln mal aufs Speedboat. Ja, mach mal. Vielleicht Süd hat oh, Kult 117 bin ich jetzt geworden. Ja, ich kann ja eigentlich noch nicht auf das Speedboat wechseln, ich mach's einfach mal. Weil mir das sonst zu lange dauert. Schauen wir mal mit 240 durch so ein Mini-Kanälchen schippern. Der ist gar nicht tief genug für das Boot, aber. Also wenn ich die ganze Zeit aufsetze, ist alles okay. Oh, ist auf jeden Fall tricky, ey. Also ich glaube, ich bin mit dem Ding hier langsamer als du mit dem Jetboot. Ja, ich will es hoffen. Ich hätte keinen Bock, Zweiter zu werden. Ich bin erstmal auf Land. Land ist nicht gut. Mhm. Land nicht gut? Nee. Nochmal auf Land. Also mit dem 5-mal Respawn könnte durchaus hinkommen. Ja, aber ich bin auch schon wieder den 2-mal gelegt. Also von daher. Ja, wenn mal so ein kurzes gerades Stück kommt, dann ist das ja schon ganz flott. Aber ich glaube, das mache ich in den engen Kurven, verliere ich die ganze Zeit wieder, die ich aufgeholt habe. Nee. Ja, ich habe nicht zu gut. Ich baue uns hier die ganze Zeit einen zusammen. Also, das ist echt absurd. Ich
Jetzt aber ich gebe Gas. Kleines Stückchen Kanal, wo ich mal etwas schneller fahren kann. Aber höchst konzentriert muss man hier echt sein, damit man nirgendwo hängen bleibt mit dem Ding. So, ist noch meine Anzeige 2,4 Kilometer Vorsprung. Ja, ich bin gerade gegen den Baum gefahren. Im Wasser. Ja, wer kann, der soll. Ich habe es probiert und ich habe festgestellt, ich kann. Also habe ich. Aber der Mond ist hier gerade hell genug, dass ich keine Scheinwerfer brauche. Das ist auch ganz praktisch. Nee. Wo es doch keine Scheinwerfer gibt im Spiel. Ja, die Frage ist so für den Arsch, egal ob das Wetter an sich als auch die Fahrzeugbeleuchtung. Ja, aber hast du schon eine Decke über den Kopf gezogen und klingst so dumm? Nee. Ich bin nur gerade höchst konzentriert. Nehmen wir an zusammen. Besser? Ich hab keine Ahnung, was man noch so groß ist. 13 Kilometer noch, meine Fresse, ey, es wird nicht weniger. Also jetzt gerade ist es nur noch Tortur. Ich bin froh um jeden größeren See, wo ich mal ein bisschen Gas geben kann, aber die sind jetzt alle nur so vielleicht 900 Meter lang, die Miniseen hier, und dann ist Feierabend. Ja, ist schon nervig. Aber mit dem Speedboot komme ich auch nicht vor, das ist lieber. Ja, ich habe hier kleine Stücke, wo ich mal 260 fahren kann, aber dann lande ich direkt wieder auf dem Felsen oder so. Ja, aber auch ruhig viele Crashs. Mach bitte. Genau. Der Abstand ist hier für 1,8 Kilometer Vorsprung. Ja, ich nehme mir auch alles mit vergehen, ne? Andererseits habe ich auch nur noch 10 Kilometer bis zum Ziel. Mittwoch haben wir heute. Jetzt ist Donnerstag, glaube ich. Ja. Am Montag beginnt das Nachtschlafen. Also Mittwoch. Für mich ist der neue Tag erst, wenn ich geschlafen habe. Ja, stimmt. Ich würde ja auch in Nacht mit zweimal am selben Tag arbeiten kommen. Also von daher. Ja. Wäre nicht kriegen wir einleuchtend. Bounce, bounce, bounce. Unter 10 Kilometern bin ich jetzt. Über 9,8. 9,4. Aber ziemlich müde. Ja, bin ich auch. Ich schrieb mir gerade nur eins zurecht, aber bin dran. Mach den Abstand zu dir geringer. Jetzt sehe ich gerade mal nichts mehr von der Strecke. Und lande viel zu häufig auf Land. Das hatte ich gerade auch, das Problem.
kürzeste Strecke jetzt. Gegen Ende wird es ein bisschen besser, merke ich gerade. Okay, nur weil du Waffe bist oder was gerade? Ne, es wird breiter. Ich merke schon. Auf dem Moment, wo ich aufs Speedboot wechseln könnte. Ich fahr noch durch bis zur Küste, die paar Meter. Wie weit hast du noch? Nicht mehr weit, schon gleich da. Ah ja, 400 Meter, ich seh's.